Was geht, Leute? Mein Name ist Nelly Snails und willkommen zu It's Paper Guy. Wundert euch bitte nicht wegen dem schwarzen Fleck. Das ist meine Haut, okay? Es tut mir leid, ich musste das sagen. Hätte ich das nicht gesagt, hätte das einer von euch gesagt. Auf jeden Fall spielen wir bei It's Paper Guy diesen glücklichen weißen Typen auf einer Seilschaukel. Ich glaube, der ist glücklich, dass er nicht schwarz ist. Und es geht wirklich nur darum, dass unsere Maus ein Messer ist und wir Sachen durchschneiden. Genau wie ich dir was abschneide, wenn du dem Video jetzt nicht sofort eine Bewertung gibst. Ich warte. Machst du bitte hin, ne? Und ich schätze mal, als erstes müssen wir uns hier runterholen. Oh, ich habe den kompletten Baum kaputt gemacht. Oh Gott, Greenpeace wird mich hassen. Pfeiltasten, um zu laufen. Bruh. Wir sind in 2018, wer benutzt die verdammten Pfeiltasten? Oh, es funktioniert auch mit WSAD. Können wir bei... Wir machen einfach alles kaputt. Wieso zur Hölle laufe ich so glücklich? Kriege ich extra Punkte, wenn ich viele Sachen kaputt mache? Ich meine, normalerweise ist das nicht gut, sondern eher böse von mir. Vielleicht sind wir in dem Spiel der Bösewicht. Oh, es gibt anscheinend kleine Rätsel. Also wenn das ein Rätsel war mit der Brücke durchschneiden, weil das war relativ einfach. Das Spiel soll ein relativ kurzes sein, aber guckt euch mal die Grafik an. Ich musste es einfach spielen. Oh, da hinten war irgendein Typ. Vielleicht können sie mir weiterhelfen, mein Freund. Kann ich sie vielleicht durchschneiden? Oh Gott, nein. Der Typ ist... Stör mich nicht, ich konzentriere mich beim Fischen. Aber mein Freund, was passiert, wenn ich dein Seil durchschneide? Oh mein Gott. Das war ein ziemlich starker Fisch. Kein Problem, mein Freund. Ich glaube, ich kann ihn durchschneiden, wenn er das nächste Mal springt. Oh, go! Oh mein Gott, ich kann ihn oben halten. Was zur Hölle? Bringt mir das irgendwas? Ich kann den Kescher durchschneiden. Hä? Ich kapiere das nicht. Muss ich hier eventuell noch irgendwas tun oder kann ich einfach weiterlaufen? Oh, der Hase ist ja immer noch da. Aber da können wir nicht lang gehen. Okay, das ist ziemlich, ziemlich komisch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir da hinten etwas machen hätten tun sollen. Oh Gott, ich komme immer noch nicht durch. Wohin zur Hölle laufen wir und... Oh Gott, nein. Aber ich rede mit mir. Mein Wald. Oh, das ist also dein Wald. Glaub mir, jemand anderes hat den kaputt gemacht. Es war diesmal nicht der schwarze Mann. Aber sonst sagt mir der Typ leider nichts, der ist relativ langweilig. Gibt es hier auch vielleicht irgendwelche Missionen? Ich meine, ich bin jetzt schon zwei Leuten begegnet. Oh, da sind Knochen. Was? Ein Hund. Kann ich den Typ nicht einfach wegschneiden? Oh Gott, nein, es funktioniert nicht. Aber das Schild kann ich... Wir sollten jetzt wirklich nur das Schild wegschneiden und plötzlich ist er lieb. Okay, mein Freund, ich schneide dir wahrscheinlich das Seil ab. Das willst du doch, obwohl ich dich niemals freigelassen hätte. Du hast mich eben gerade angeknurrt, verdammt. Ich hätte normalerweise viel zu sehr Angst, dich freizulassen. Aber ich glaube, das war unser erstes Rätsel. Wohin kommen wir hier? Oh, psch, der alte Mann schläft. Geh mir mal in deine Nähe, vielleicht redest du ja mit mir. Soll ich dich so aufwecken? Oh, du bist wach, oder? Nein, du schläfst einfach weiter. Kann ich dein komplettes... Ich hab die Tür kaputt gemacht! Wieso sind hier überall Tiere? Naja, viel eingerichtet hast du ja leider nicht. Was ist das hier? Ein großes Blatt Papier kann... Oh, der Wind ist stark wegen der Windmühle, aber die kann ich doch theoretisch kaputt machen. So einfach funktioniert das Spiel. Egal, welches Hindernis es gibt, wir müssen es nur durchschneiden. Ein Schild. Ist da hinten eine Stadt? Es sieht so aus. Im Hintergrund sehe ich auf jeden Fall eine Stadt, wenn wir um die Ecke gehen. Ich glaube, dafür müssten wir nach oben laufen, weil hier gibt es jetzt nicht viel weiteres zu sehen. Theoretisch kann ich ins Wasser reinspringen, oder? Nein. Okay, dann lass uns lieber fröhlich in die Stadt reinhopsen. Warte mal. Hier sind keine Hunde erlaubt? Heißt das, mein Hund kommt jetzt nicht mit? Oh Gott. Obwohl, ich kann das Schild theoretisch kaputt machen. Leute, das funktioniert nicht im echten Leben. Probiert es nicht. Ihr könnt nicht einfach Schilder kaputt machen. Die Tür kann ich wahrscheinlich auch einfach kaputt machen. Oh, hier ist wenigstens ein bisschen was eingerichtet. Obwohl ich die Einrichtung zerstören kann. Aber das ist ehrlich gesagt voll asozial. Eine Katze auf dem Baum. Dich hole ich runter, kein Problem. Aber ich weiß nicht, ob mein Hund sich mit dir versteht. Oh, ihr werdet beste Freunde. Okay. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nein, das war's. Wir sollten einfach nur die Katze runterholen. Aber die Katze folgt mir nicht. Wieso zur Hölle habe ich dich runtergeholt? Du hättest mir wenigstens irgendwas geben können. Was zur Hölle ist das hier? Das ist doch keine Kirche. Sollen wir hier irgendwas machen? Ich werde niemals fertig mit der Arbeit. Es könnte daran liegen, dass du die ganze Zeit tanzt und nicht arbeitest. Aber natürlich kann ich dir helfen. Keine Arbeit mehr übrig. Ich habe hart gearbeitet heute. Ach so. Ist ja nicht so, dass ich einfach durchgeschnitten habe. Ein paar Stunden mehr. Danach darf ich gehen. Okay, kann ich deinen PC wenigstens auch kaputt machen, damit du glücklich bist?
Oh Gott, nein, es funktioniert nicht. Aber ich kann die Poster kaputt machen. Ah, das bringt mir theoretisch gar nichts. Aber ich habe euch genug geholfen. Mal sehen, was passiert hier? Wir haben den Eimer nach unten gelassen. Oh, wir können unsere Frisur ändern. Also unsere drei Haare da oben. Wieso zur Hölle willst du zum Friseur gehen? So viele Kunden und meine Scheren sind kaputt. Keine Sorge. Ich hab was für dich. Oh Gott, der eine Typ sieht ja wirklich schrecklich aus. Ich glaube, ich schneide jetzt einfach mal so. Seid jetzt alle zufrieden mit eurer... Oh Gott, eure Frisur ist schrecklich. Können wir hier sonst noch etwas tun? Oh, warte mal. Ich glaube, wir sollen die kompletten Haare abschneiden, also alles. Der Typ sieht wieder fresh aus, aber der Afro war auch ziemlich geil. Bei dem Typen sollen wir anscheinend nur den Bart wegschneiden. Sollte einfach sein, wenn ich... perfekt. Und was sollen wir... Oh mein Gott. Mein Freund, du bist schrecklich. So sollte man seine Haare niemals wachsen lassen. Es tut mir leid, die Glatze steht dir tausendmal besser. Okay, wir haben alle bearbeitet. Ich schätze mal, normalerweise sollte der Typ jetzt glücklich sein, oder? Ich weiß es nicht. Haben wir die Mission jetzt erfüllt? Oh Gott, ich kapiere hier so vieles nicht. Hier ist ein Laden. Mein Freund, kannst du mir irgendwas kaufen? Du hast kein Geld. Die Frage ist natürlich, wo bekomme ich Geld? Normalerweise haben wir doch gerade dem Friseur geholfen. Heißt das nicht, du kannst mir ein bisschen Geld geben oder haben wir hier irgendwas vergessen? Sollen wir vielleicht alles wegschneiden? Ich meine, eigentlich haben wir die Typen perfekt geschnitten. Die sehen alle so glücklich aus. Okay, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Uns fehlt Geld. Wo können wir denn Geld verdienen? Da hinten ist eine Schere. Vielleicht braucht der Friseur die Schere. Kann das sein? Oh mein Gott, keine Sorge, ich schneide dir den Busch perfekt. Oder ich schneide ihn komplett ab, was zur Hölle. Wieso schneidest du denn noch? Sachen zu schneiden ist mein Hobby. Aber du schneidest gerade die Luft, du Vollidiot. Endlich kann ich ein bisschen ausruhen. Von was denn? Was hast du denn getan? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir hier tun müssen. Ein kleines bisschen ratlos bin ich ja und der Hund verfolgt mich immer noch. Ich brauche anscheinend Geld, um mir irgendwas zu kaufen. Hier ist ein Boot. Können wir damit fahren? Hol dir einen Schwimmring und dann geh an Bord. Aber wie denn? Ich habe kein Geld. Woher bekomme ich denn das Geld? Oder kann ich die Dinger einfach wegschneiden? Jetzt habe ich alle kaputt gemacht, aber ich brauche doch irgendwie einen Schwimmring. Wie zur Hölle? Ich kapiere es nicht. Obwohl, warte mal, ich kann den Preis doch wegschneiden. So einfach funktioniert das. Das Spiel ist so dämlich. Ich habe endlich einen Schwimmring. Das heißt doch, eventuell, ich kann mit dem Boot fahren. Oh, die Frau ist schon hinten drauf. Das ist ein gutes Zeichen, würde ich jetzt mal sagen. Gehen wir an Bord. Perfekt. Was zur Hölle passiert jetzt? Ich hoffe, du bist ein guter Segler. Aber das ist doch gar kein Segelboot. Oh, ich soll die Wellen durchschneiden. Das ist meine komplette Mission. Ich kann auch die Wolken durchschneiden. Ein Eisberg? Bin ich auf der verdammten Titanic? Ich glaube, auf der Titanic waren keine Schwarzen. Oh Gott. Was ist das hier, der Kraken? Das Spiel ist einfach so süß gemacht. Oh mein Gott. Diese Kreaturen passen gar nicht hier rein. Aber wenigstens sind das keine Gegner für meine verdammte Scherenhand. Okay, endlich angekommen. Ich bin schon fast seekrank geworden. Ich danke für die Überfahrt. Trinkgeld kriegst du wahrscheinlich nicht, weil ich habe kein Geld. Was ist das hier? Wer seid ihr? Kaffee. Oh, okay. Das Spiel ist schon vorbei. Das sind die Leute, die mitgearbeitet haben. Die kann ich nicht durchschneiden. Und hier ist der Pizzalieferant. Das Ende. Oh Gott, das Spiel ist relativ kurz. Thank you for playing. Oh, ich habe auch endlich den Fisch und der Vogel ist auch da. Okay, Leute, wie gesagt, das ist ein kurzes Spiel, aber es ist extrem schön gemacht. Von daher musste ich es einfach spielen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr könnt, Like und Abo. Und Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.